Bleibt er nicht? Die Gerüchte beim Fußball-Bundesligisten FC Bayern München um Zukunft von Cheftrainer Jupp Heynckes reißen nicht ab. Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge nimmt den Coach nach dessen jüngsten Aussagen in Schutz. Er hat letzte Woche Rolle rückwärts gemacht, wird Rummenigge in der Bild zitiert. Heynckes hatte zuletzt klargestellt, doch keine Abschiedsgedanken zu hegen. Ich habe nie gesagt, dass ich am 30. Juni mein Engagement beim FC Bayern beenden werde, bekräftigte Heynckes auf einer Pressekonferenz. Laut Rummenigge nervt den Übungsleiter das Dauerthema. Es hat ihm ein paar Mal nicht gefallen, wenn Uli oder ich etwas in der Öffentlichkeit gesagt haben, erklärte der Vorstandsvorsitzende. Es gebe aktuell keinen neuen Anlass, sich mit der Personalie Heynckes zu beschäftigen. Jetzt warten wir mal in aller Ruhe ab. Wir haben da überhaupt keinen Stress, so Rummenigge weiter. Stattdessen deutete der frühere Bayern-Torjäger auf gute interne Beziehung, wir haben ein fantastisches Verhältnis, gerade zwischen ihm, Uli und mir. WIR Wallen MIT Job das Maximum mit Nemanu Dan Worden WIR White Hirschen. Aber WIR Wallen Jets nicht über Job. Es nervt ihn, das hat er ja gesagt. Es hat IHM ein paar Mal nicht gefallen, wenn Uli oder ich etwas in der Öffentlichkeit gesagt haben. März 2018.